Ist irgendein Raum mit einem Bildschirm. Auch ganz toll für einen Raum mit einem Bildschirm. Wie kriege ich dich denn nicht da hoch? Ach, wegen Gravitation, nein. Kriege ich dich denn auf irgendeine andere Querlinie? Querschläger. Was ich machen könnte, wäre egal. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade... Alter, bleib mal liegen hier oder sowas, damit du nicht wegläufst und nachher noch runterfällst und ich dich neu holen darf. Mal sehen, ob das klappt. So, einfach mal an die Decke. Dann wird es wahrscheinlich einfach nur wieder runterfallen. Ja, es wird nur wieder runterfallen. Ach so, das könnte natürlich klappen. Hier, bleib mal stehen. Wow! Das ist Magic, nicht wahr? Ja, das war zu weit. Okay. Aber so in etwa würde es funktionieren. Hier, komm, geh mal hoch mit dir. Das war zu lange, okay. Kürzerer Abstand, dann klappt das vielleicht. Das war zu früh, er war noch nicht oben. So. Aber die Frage ist, wie komme ich denn jetzt nach oben? Das Ding kommt zwar hoch. Oder muss ich das jetzt machen, während ich jetzt da oben bin? Ich muss das machen, während ich da oben bin. Okay. Bleib mal da stehen. So. Oh, stell dich doch mal nicht so an, ganz ehrlich. Ja. Komm, einfach mal hier ein bisschen rumliegen. Das ist gar nicht schlimm. So. Und dann machen wir das Ganze jetzt nochmal. Machen da mal was hin. Liegt jetzt schon ein bisschen scheiße, ne? So ist das schon besser. Ja, so nicht. Gehen wir wieder zurück. So. Machen wir mal so. Machen wir mal so. Das ist eine scheiß Position. Aber es geht. Gerade so. Vielleicht ein bisschen umständlich, oh, aber egal. Nun geht's los. Wie enttäuschend. Was denn? Es wird schon alles werden. Na, sagst du jetzt so einfach. Was passiert denn? Erzähl's mir. Sag es mir. Rede mit mir, GLaDOS. Sicher unbedeutend. Teste weiter. Ich suche nach einem Ausweg. Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise, Dickerchen. Adoptiertes Hausbäckchen.
Fetti, Fetti ohne Eltern. Und? Was? Was ist so schlimm am Adoptiertsein? Was schlimm daran ist, adoptiert zu sein? Naja, zunächst mal. Damit du es weißt, du bist adoptiert. Nicht schlimm. Außerdem. Wie viel das er dir hat? Nichts. Einige meiner besten Freunde sind Vollweisen. Ach, du Schwachkopf. Sie ist nicht fett. Ich bin kein Schwachkopf! Mach schon, mach einfach den Test. Wer ballert denn hier jetzt noch? Achso, der runtergefallen ist. Okay. Ja, dann ist das ja nicht schlimm. Musste mich kurz muten und hatte dieselbe Taste wie für Screenshots. Ja. Das ist ja jetzt toll. Da ist der Würfel, der Würfel, der Würfel, Würfel, Würfel. Nein, 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 noch. Okay. Wir können halt damit den Strahl halt einmal umkehren. Dass es halt in die andere Richtung dann geht. Aber nur wenn hier so ein Würfel drauf ist. Dafür brauchen wir den Würfel, der da drüben ist. Der Würfel steht auf einem Untergrund, den wir nicht portalisieren können. Das wiederum bedeutet, ich habe keine Ahnung. So wie immer, ich komme ja nicht mal noch da drüben hin. Weil hier auch keine Wände sind, die ich portalisieren kann. Das wiederum bedeutet, ich habe keine Ahnung. Im Ernst, ich habe keine Ahnung. Oder hätte man den Roboter für irgendwie gebrauchen können? Ich habe keine Ahnung. Doch, hätte man. Dann bin ich mal weg. Deckt mich, Leute, ich bin weg. Also, ich glaube, man kann den dafür verwenden. Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Dickerchen, so. Adoptiertes Hausbäckchen. Fetti, Fetti ohne Eltern. Und? Was? Was ist so schlimm am Adoptiertsein? Was schlimm daran ist, adoptiert zu sein? Naja, zunächst mal. Damit du es weißt, du bist adoptiert. Nicht schlimm. Außerdem. Nichts. Okay, hätte ich nicht. Gut, dann nicht. Siehst du, Gladys hat es zugegeben, ich bin nicht fett. Ist doch vom Vorteil. Ach. Okay, 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 okay. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich glaub, ich hab's. Nein, da. So, und dann drehen wir es um. Dann bringen wir einfach den Würfel hierher. So, dann muss hier ein blaues Portal irgendwo hin. Das ist Magic, du. Das ist Magic. Hallo, bleib hier. So. Hallo, bleib hier. So. Hab dich gerettet. Aha. So. Jetzt aber. Zum Eigentlichen. Bleibst du wohl bitte hier. Bleibst du da stehen oder gehst du vom Dingens wieder runter? Im Moment bleibt er stehen. Das ist ja schön. So. Jetzt bräuchte ich eigentlich hier nur noch ein Portal, das mich halt nach oben bringt. Das wiederum bedeutet, wir machen den da wieder weg. Wir machen den da wieder weg. Tschüss. Nein, nein, das ist vollkommen okay. Mach so weiter, GLaDOS. Mach einfach so weiter. Oh, jetzt spielt er klassische Musik. Äh,
Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig. Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du's gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Wenn das Problem mit den Büchern nicht wäre, ne? So, wir haben da einen Schalter, der macht irgendwas. Der macht hier den Würfel aktivieren. Den Würfel brauche ich für da hinten. Klappt das? Sieht bisher ganz gut aus. Mach mal so. Dann landet der Würfel da in den Gravitationsstrahl. Dann machen wir einfach hier auch wieder so ein Portal hin. Und der Würfel fällt da durch, kommt hier wieder an. That's magic. Oh, was war das denn? Das war gar nichts. Nichts! Ne, war es auch nicht. Das war simpel. Er will nur, ne? Macht. Wie so viele Roboter. Einfach nur Macht. Kontrolle über alles. Ich würde sagen, da gibt es irgendeinen Fehler mit der Arbeitsspeicher. Kümmer dich nicht um mich. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind vielleicht die Ergebnisse. Wie bitte? Nichts. Oh, ich dachte, du hättest was gesagt. Ihr bringt uns direkt zu ihm. Perfekt. Na dann. Was genau ist das jetzt da oben? Achso, er schiebt den ganzen Raum nur dahin. Okay, das ist okay. Hui. Und da ist er weg. Gut, verstehe. Hier muss was hin. Da muss irgendwo was hin, nur so. Nein, das war zu. Nein, das war auch zu. Boing. Das sieht schon besser aus. So, wie sieht das denn hier aus? Da sind die alle hinter einer Glasscheibe oder sowas. Au. Lass das mal. Verdammt. Bin auf der falschen Seite. Ihr Penner. So wird vielleicht ein Schuh draus. So, da haben wir schon mal den Würfel. Und hier kommen wir wohin? Oh, gut gemacht, Primatenhirn. Ich bin gar nicht hier bei dir im Zimmer. Technik macht's möglich. Du kannst dem großen göttlichen Gesicht gar nichts anhaben. Aua, nein, ich wollte das gar nicht. Aber so in etwa wollte ich das dann. Vielleicht. Ja, so sieht's gut aus. Nein, nicht der Würfel. Ich weiß gar nicht, wo der Würfel hin muss, aber nicht der Würfel. Und der muss jetzt hier hinten wahrscheinlich irgendwo hin. Lauf! Lauf, kleiner Würfel! Lauf! Kann ja nicht. Das bedeutet, ich brauche hier so eine Barriere, damit ich hier nicht erschossen werde. So, und du bleibst einfach hier sitzen. Brav. Bist du wirklich absolut sicher, dass du das richtig machst?
Ich bin mir nicht so ganz sicher. Du hast die Lösung zwar gefunden, aber es gibt mehrere Möglichkeiten. Und du suchst dir immer die ungünstigsten aus. Nein, das war die Lösung. Ach, ich verpasse alles.